Guten Morgen, willkommen zu Tag 3 auf dem RC3. Willkommen zum Frühstücksfernsehen von Wikipacker, Television und Fernstreaming. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben ein volles Programm den ganzen Tag für euch bereit. Wir starten heute mit einem sehr wichtigen Thema, dem Ehrenamt. Das ist absolut kein Fremdwort beim Kongress, der ja bekanntermaßen zu 84% aus Ehrenamt besteht. Unser erster Talk heißt Digitales Ehrenamt meets Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und wir haben ein Gespräch zwischen Daniel Domscheit-Berg vom Verstehbahnhof und Katharina Karanitsch, dem Vorstand der Stiftung für Ehrenamt und Verzeihung, für Engagement und Ehrenamt. Verzeihung. Es ist auch für mich sehr früh. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Vortrag und ich hoffe, ihr stellt uns eure Fragen mit dem Hashtag RC3 Wikipacker. Nach ungefähr 30 Minuten gehen wir dann zu einem Q&A über. Viel Spaß nun. Rund 30 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland. Das ist eine ganz schön große Zahl. Und das tun sie in Vereinen, in den 600.000 Vereinen, die es in Deutschland gibt, oder den 22.000 Stiftungen. Aber sie tun es auch ganz lose vor Ort. Und sie tun es, weil sie die Dinge vor Ort verbessern möchten. Und das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Mein Name ist Katharina Peranitsch von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, wo ich seit Juli diesen Jahres im Vorstand sein darf mit meinem Kollegen Jan Holze. Ich bin heute hier, um euch ein wenig zu berichten, was wir tun, was wir die ersten 5 Monate getan haben, seitdem es uns gibt, und vor allem mit euch auch in die Zukunft zu blicken und zu schauen, wie wir auch zusammenarbeiten können. Denn Engagement findet in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen statt, und so eine Konferenz wie diese hier würde ohne Ehrenamt und Engagement gar nicht funktionieren. Deswegen vielen Dank, dass ich da sein kann, und ich freue mich auf die nächste Dreiviertelstunde mit euch. Ja, warum gibt es uns überhaupt als Stiftung? Habe ich euch hier mitgebracht. Die Stiftung wurde gegründet oder basiert auf einem Gesetz, das im April diesen Jahres verabschiedet wurde im Deutschen Bundestag und geht hervor aus der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse. Auf dem Bild hier seht ihr eine illustre Runde. Das ist von der Gründungsfeier im Juni diesen Jahres der Stiftung, noch unter Corona-Bedingungen, leider ein kleineres Fest. Wir sind getragen von 3 Bundesministerien. Das klingt jetzt erstmal interessant. Das ist das Innenministerium, das Bundeslandwirtschaftsministerium und auch das Bundesfamilienministerium. Warum das so ist, ist ganz einfach. All diese 3 Ministerien haben sich in der Vergangenheit sehr, sehr stark um das Thema Ehrenamt und Engagement gekümmert. Einige vor allem im Bereich Katastrophenschutz, Blaulichtorganisationen, andere im Sport, die anderen im ganz klassischen sozialen, wohlfahrtsstaatlichen Bereich oder auch um wie das Landwirtschaftsministerium hat sich ganz stark um das Engagement auf dem Land gekümmert, wie es beispielsweise die Landjugend oder die Landfrauen gibt. Die Stiftung soll jetzt quasi all diese Aktivitäten nicht ersetzen, sondern nein, sie soll sich verstärken, und vor allem soll die Stiftung als eine zentrale Anlaufstelle rund um das Thema Ehrenamt und Engagement in Deutschland fungieren. Und wir wurden, wie gesagt, als Ergebnis einer Kommission gegründet, die Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse. Und man hat festgestellt in dieser Kommission, dass das Leben vor Ort, in den Dörfern, in den Städten, in ländlichen und strukturschwachen Räumen immer besser ist, wo eine Engagementquote herrscht, die sehr groß ist, wo der gesellschaftliche Zusammenhalt eben durch das Miteinander und durch das freiwillige Engagement ganz stark befördert wird. Deswegen hat man den Sitz der Stiftung auch nach Neustrelitz gesetzt. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern, wer das nicht kennt, eine sehr schöne kleine Stadt auf der Seenplatte. Ein Besuch wert, ihr seid herzlich eingeladen. Gut, im Juli diesen Jahres ging es dann eben los. Ich habe vorher viele, viele Jahre bei einer Berliner Stiftung gearbeitet, der Stiftung Bürgermut. Da habe ich mich als Vorstände darum gekümmert, dass der Wissenstransfer in der Zivilgesellschaft besser funktioniert, dass Vernetzungen, Austauschformate funktionieren können. Und ich habe ganz viele Projekte umgesetzt mit meinem großartigen Team damals an der digital-sozialen Schnittstelle. Im Prinzip immer mit dem Ziel, gute Projekte müssen wachsen, sie sollen nicht nur an einem Ort wirken. Und jetzt darf ich das eben in Neustrelitz tun für die Bundesstiftung. Ihr seht hier mich und meinen Kollegen in den Anfangstagen, was wir gemacht haben. Wir hatten nichts außer unsere Handys. Wir sind erstmal die ersten Wochen durch das Land gefahren. Unter Corona-Bedingungen war das auch ganz spannend, in den leeren Zügen damals noch, und haben viele Menschen vor Ort getroffen, die schon Netzwerke gebildet haben, um Engagement zu fördern. Wir haben vor Ort geschaut, vor allem in ländlichen Räumen, was sind die Sorgen und Nöte der Engagierten vor Ort.
Und wir haben mit ganz, ganz unterschiedlichen Gruppen, die sich beispielsweise für Qualifizierung einsetzen, im Bereich Inklusion, im Bereich Klima, im Bereich Migration. Mit all diesen Menschen haben wir gesprochen und sie gefragt, was braucht ihr eigentlich von uns? Was wünscht ihr euch von uns? Denn unserer Meinung nach macht es überhaupt gar keinen Sinn, Angebote zu entwickeln, die an der Zielgruppe vorbeigehen. Deswegen war es einfach wichtig, da in Austausch zu treten. Und es hat uns in mehrere Bundesländer geführt. Saarland war mit dabei, Sachsen-Anhalt, Sachsen. Wir waren in Niedersachsen, wir waren in Ostfriesland in Niedersachsen, wir waren in Mecklenburg-Vorpommern selbstverständlich unterwegs und haben natürlich auch auf sozialen Medien nachgefragt, was braucht ihr, wo braucht ihr Unterstützung? Unser Gesetz sieht vor, dass wir Ehrenamt und Engagement vor allem im Bereich Organisationsentwicklung unterstützen sollen. Wir sollen eine zentrale Anlaufstelle bieten, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber auch das kleine Wörtchen Digitalisierung kommt dort drin vor. Also haben wir mal nachgefragt, wo drückt der Schuh am meisten? Und man sieht es hier an der Grafik ganz gut, dass die meisten im Bereich Digitalisierung Unterstützungsbedarf gesehen haben. Und dann haben wir eben gesammelt, was gibt's schon in den Bereichen, weil eine Sache ist ganz wichtig. Wir als Bundesstiftung wollen keine Doppelstrukturen aufbauen, sondern wir wollen das verstärken, was es schon gibt und die Lücken schließen, die aktuell noch kein Angebot haben, und haben dann im Prinzip unser erstes Arbeitsprogramm nach wenigen Wochen aufgestellt. Und klar und deutlich dabei ist geworden, dass vor allem die Folgen der Corona-Pandemie für die Engagierten, die Vereine vor Ort extrem schwierig sind und dass es da einfach richtig, richtig viele Problemlagen gibt und Unterstützung gebraucht wird. Hier auf dieser Slide seht ihr unsere Chefinnen und Chefs, das ist der Stiftungsrat. Das ist quasi das Aufsichtsgremium der Stiftung, eine illustre Runde aus Bundestagsabgeordneten, Ministern, aber auch Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Die Aufgabe der Stiftung sieht eben vor, dass wir bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt, insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Räumen, fördern sollen, indem wir bedarfsorientierte und umfassende Serviceangebote bereitstellen, beraten und qualifizieren, dass wir Informationen zur Organisationsentwicklung den Vereinen zur Verfügung stellen, insbesondere im Bereich Digitalisierung. Eine weitere Aufgabe ist die Vernetzung von Bund, Länder, Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Wir können insbesondere digitale Innovationen fördern und sollen strukturschwache und ländliche Räume im Bereich Engagement stärken. All dies dürfen wir auch mit begleitender Forschung untermauern, was eine schöne Sache ist, damit wir auch eine gute Datengrundlage haben. Die Stiftung ist auf drei Säulen aufgebaut, einem Servicezentrum, einem Kompetenzzentrum und einer Säule der Strukturstärkung. Hier spielen vor allem der Wissenstransfer in der Zivilgesellschaft eine Rolle, Digitalisierung, Innovation sowie auch das Thema Nachwuchsförderung. Das sind Themen, die wir vor allem in unseren ersten Wochen in den Gesprächen identifiziert haben. Und da möchten wir eben Angebote machen. Wo sitzen wir? In Neustrelitz. Das ist unser Bürogebäude, das ehemalige Landratsamt in Mecklenburg-Vorpommern, wie gesagt. Und wir sind jetzt, wie gesagt, seit 5,5 Monaten am Start. Das ist unser Gründungsteam. Wir sind inzwischen 17 Kolleginnen und Kollegen, die in Neustrelitz für Engagement und Ehrenamt wirken und haben auch in diesem Jahr schon erste operative Tätigkeiten aufgenommen, wie beispielsweise das Digitalcamp in Kooperation mit dem Haus des Stiftens, wo sich Engagierte über 5 Wochen lang quasi schulen lassen konnten, qualifizieren konnten, wie sie Digitalisierung für ihre wichtige Arbeit nutzen können. Wir sind dem Digital Social Summit beigetreten, auch eine Konferenz an der digital-sozialen Schnittstelle, die im nächsten Jahr zum 3. Mal stattfinden wird. Und wir haben auch einige Forschungsprojekte auf den Weg gebracht, wo es vor allem darum ging zu schauen, wie kann Engagementförderung in Ostdeutschland aussehen, was beinhaltet eigentlich die Problemlagen, die Problemstellungen, die die Corona-Pandemie gerade für das Engagement zur Verfügung stellt. Und wir haben unterstützt ein Engagement-Trendbarometer, wo man so ein bisschen in die Zukunft schauen kann. Das wichtigste Programm allerdings in diesem Jahr, in diesen wenigen Wochen, und so wurde ja auch hier unser kleiner Talk angekündigt, war unser großes Förderprogramm, das wir am 10.9., also nach knapp 2 Monaten, aufgesetzt haben. Als Bundesstiftung ist es so, dass man eine Förderrichtlinie verabschieden muss. Dies haben wir getan mit unserem Stiftungsrat. Auch kein leichtes Unterfangen für uns, auch das erste Mal so ein großes Förderprogramm aufzusetzen, denn in diesem Jahr standen uns über 20 Millionen Euro
an Haushaltsmitteln zur Verfügung. Und uns war auch klar, Corona und die Pandemie hat einfach wirklich dafür gesorgt, dass Vereine Probleme haben mit der Mitgliedergewinnung, Vereine Probleme haben, überhaupt digital ihre Arbeit weiter fortsetzen zu können. Und wir wussten auch, dass das Thema Nachwuchsförderung, Strukturstärkung hier einfach finanzielle Unterstützung bedarf. So haben wir das aufgesetzt, haben gut getrommelt und gewirbelt, weil uns auch nicht bewusst war, werden wir überhaupt als so junge Institution wahrgenommen? Kennt uns überhaupt schon jemand? Und haben eine kleine Kampagne gestartet, wo wir vor allem Vereine dazu aufgerufen haben, Anträge zu stellen, um quasi die Grundlage für digitale Teilhabe zu setzen, um Mittel zu beantragen. Und Mittel konnten bis zu 100.000 Euro beantragt werden. Aber ich erzähle euch gleich, was am Ende des Tages dabei rausgekommen ist. Hier so ein paar Zahlen. Wir wurden sehr, sehr überrascht über die schiere Anzahl an Anträgen, die uns erreicht hat. Das waren in den 7 Wochen, in denen dieses Förderprogramm lief, waren das 12.500 Anträge in 7 Wochen. Und wir konnten, und das freut uns wirklich sehr, über 1.800 gemeinnützige Projekte fördern. Und das mit einem Volumen von 20,8 Millionen Euro. Das ist schon ein ganz schöner Batzen in der ganzen Kürze der Zeit. Wir haben auch gesehen, was in diesen 12.500 Anträgen steht, zeigt einfach, wo die Bedarfe in der Zivilgesellschaft liegen. Daraus wollen wir natürlich lernen und unsere Angebote auch daran anpassen und weitere Unterstützungsformate entwickeln. Eine andere Sache ist allerdings auch klar, dass die 12.500 Anträge, die bei uns eingegangen sind, unser Budget um das 10-fache überstiegen haben. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Wir hätten niemals damit gerechnet, dass es so viel ist. Wir freuen uns, dass wir diese 1.800 Projekte unterstützen konnten und wollen natürlich für all die anderen in den nächsten Jahren auch viele neue Angebote schaffen. Was haben wir vor im nächsten Jahr? Dadurch, dass wir, wie gesagt, in diesem Jahr hauptsächlich mit dem Förderprogramm beschäftigt waren und mit dem Aufbau an Personal, der Gewinnung von Kolleginnen und Kollegen, wollen wir uns jetzt auch erstmal stärken, damit wir auch wirklich gute inhaltliche Angebote bereitstellen können. Es wird ein Servicezentrum entstehen, wo es eben Beratungs-, Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote geben soll. Wir wollen ein Kompetenzzentrum aufbauen, wo wir Bedarfe analysieren, wo wir feststellen, welche Herausforderungen gibt es denn in strukturschwachen und ländlichen Räumen. Wir wollen Innovation und Digitalisierung fördern und wir wollen das gemeinsame Wirken nicht nur als Worthülse vor uns hertragen, sondern da wollen wir wirklich konkrete Projekte umsetzen mit Kooperation und in Synergie mit anderen Organisationen. Und im Bereich der Strukturstärkung möchten wir auch dafür sorgen, dass Engagement und Ehrenamt besser vor Ort funktionieren kann. Wir wollen Nachwuchsgewinnung durch innovative Unterstützungsformate auf den Weg bringen. Und wir haben uns vorgenommen, in ländlichen Räumen ein Programm aufzusetzen, wo es wirklich darum geht, Netzwerke aufzubauen, die Engagement vor Ort unterstützen. Jo, dann bin ich hier mit meinem kurzen Impuls fertig. Ich freue mich, jetzt mit euch ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise mit Daniel, und freue mich gleich dann auch auf den Austausch mit euch. Herzlich willkommen auf der Wikipacker-Bühne des Remote Chaos Experience 2020. Ich begrüße hier auf der Bühne Katharina Peranitsch von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und wir wollen uns ein wenig darüber unterhalten, was diese Stiftung macht, wohin das Ganze führt und welche Schnittstellen das vielleicht in die digitale Community gibt. Und ich würde vielleicht einmal kurz anfangen, Katharina. Einige kennen dich vielleicht von deiner Arbeit bei der Stiftung Bürgermut. Du bist jetzt gemeinsam mit Jan Holze eine der Vorständinnen der neu gegründeten Stiftung. Jan hat vorher die Stiftung Ehrenamt in Mecklenburg-Vorpommern geleitet. Wie ist das denn? Wie kommt man, wenn man jetzt bei der Stiftung Bürgermut war, wie kommt man jetzt zu einer bundesdeutschen Stiftung und wie geht es einem dabei, wenn man so einen Wechsel macht? Danke, Daniel. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, wie geht's einem dabei? Es ist total aufregend. Jeder Tag ist irgendwie, fühlt sich an wie eine Woche. Bin jetzt seit 5,5 Monaten mit dabei im Aufbau
Und es ist natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis, wenn man vorher in Berlin bei der Stiftung Bürgermut gearbeitet hat. Wir waren auch eine Stiftung, die bundesweit unterwegs war, die so ganz, ganz stark mit Organisationen zusammengearbeitet hat, die wachsen wollten, also die gute Modelle entwickelt haben und damit in die Fläche gehen wollten. Und jetzt habe ich eine Aufgabe, wo es wirklich darum geht, so das Engagement im ganz Großen zu betrachten und zu unterstützen. Und ich hatte es vorhin schon in meinem Impuls gesagt, es geht um 30 Millionen Engagierte bundesweit, 600.000 Vereine, das ist eine Riesenaufgabe und ich lerne jeden Tag dazu und ich bin sehr demütig, muss ich auch sagen, weil das ist einfach riesig, was wir da als Aufgabe bekommen haben und ich freue mich aber auch wirklich sehr, dass ich hier am Anfang gleich mitgestalten darf mit meinem Kollegen Jan. Ja, diese Gestaltungsfrage ist ja sicherlich total wichtig, also auch eine Ausrichtung für diese Stiftung zu finden, zu überlegen, welche Schwerpunkte man setzen will. Du hast gesagt, 30 Millionen Engagierte in Deutschland. Ich glaube, das unterschätzt man auch total, wie viel Ehrenamt es überall gibt. Hier interessiert uns natürlich so ein bisschen das digitale Ehrenamt. Also auch da wird, glaube ich, sehr oft unterschätzt, wie viel engagierte Menschen es gibt, die in ihrer Freizeit unentgeltlich Lösungen bauen, sich um andere digitale Themen kümmern, Infrastruktur ausrollen, all solche Sachen. Ihr hattet jetzt 2020 mit diesem ersten Paket, Finanzpaket, das ihr ausgerollt habt, so einen digitalen Schwerpunkt, der ja auch Corona-krisenbedingt, glaube ich, sehr stark einen Fokus auf dieses Digitale hatte. Bleibt das so? Ist das Teil der DNA dieser Stiftung? Was versteht ihr unter digitalem Ehrenamt? Also vielleicht können wir darüber ganz kurz ein bisschen sprechen. Ja, sehr gerne. Also Grundlage der Stiftungsarbeit ist quasi das Errichtungsgesetz. Wir sind ja eine Bundesstiftung, wir sind keine private Stiftung, die jetzt ein Stiftungsvermögen erhalten hat, sondern wir haben quasi schon unser Stiftungsgesetz in Form dieses Errichtungsgesetzes, so genug von Gesetzen gesprochen. Und da steht auch ganz konkret drin, dass wir engagierte Vereine, Ehrenamtliche auf dem Weg zur Digitalisierung unterstützen sollen. Durch Qualifizierung, durch Beratungsangebote, aber auch durch Förderung. Und in diesem Jahr haben wir das eben so gemacht, weil wir wussten, wir haben nur ein halbes Jahr Zeit, wir haben die riesengroße Aufgabe, diese Stiftung aufzubauen. Wir befinden uns aber in einem ganz besonderen Jahr. Wir befinden uns im Jahr der Pandemie und die Pandemie hat eben für Gemeinnützige extrem große Hürden, Herausforderungen, Probleme geschaffen. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, in diesem großen ersten Jahr, in diesem Halbjahr letztendlich, werden wir unsere ganzen Haushaltsmittel für ein Förderprogramm zur Verfügung stellen. Das Gesetz sieht vor, dass wir auch wirklich operativ tätig sind, dass wir Ansprechpartner sein sollen für Engagierte, für Ehrenamtliche, für Organisationen. Aber wir können dies auch durch Förderung tun. Und Digitalisierung wird in der Stiftung, und das finde ich schon, ist ein Teil der DNA, wird immer eine Rolle spielen, weil wir einfach auch festgestellt haben, jetzt auch durch dieses Förderprogramm, dass es da, ich will es gar nicht so negativ sagen, aber dass es da doch auch viel Unterstützungsbedarf und Nachholbedarf gibt. Und in Teilen ist es auch tatsächlich so, dass die ganz basalen Dinge einfach fehlen, wie ein Laptop oder eine Webcam. Das hat mich sehr erstaunt, hätte ich nicht gedacht. Aber so ist das eben, was wir jetzt durch dieses Förderprogramm erfahren haben, wo der Schuh drückt. Aber nicht nur dort, es gibt auch ganz innovative, tolle Ideen und schon Projekte, du hast es schon angedeutet, digitales Engagement, das ist kein neuer Begriff, darüber reden wir in der Szene schon seit 10-12 Jahren, da gibt es auch einige Vorreiterinnen und Vorreiter, aber die gilt es eben auch, finde ich, größer zu machen und auch das Voneinanderlernen, also vielleicht diejenigen, die noch ein bisschen am Anfang stehen, mit denen zusammenzubringen, die da viel weiter sind, damit die Gesellschaft insgesamt in diesem Bereich nicht nur irgendwie Empfänger ist, sondern auch Gestalterin sein kann. Das ist ein großes Ziel der Stiftung. Ja, das finde ich klingt gut. Also das genau, es gibt ja diese zwei Sektoren, Digitales für das Ehrenamt, also der Laptop für Vereine, die ganz klassisch ehrenamtlich engagiert sind. Gleichzeitig gibt es dieses riesige Feld, das bestimmt viele Leute auf dieser Konferenz auch umtreibt, nämlich Engagement, das eigentlich im digitalen Raum stattfindet. Und was wir, glaube ich, alle hier sehr spannend fänden, wenn man versucht, diese Synergieeffekte, die da bestehen, zu nutzen in Zukunft. Also das sind ja dann Fragen auch, inwiefern fördert ihr in Zukunft vielleicht auch Open-Source-Projekte, die an sich, also zum einen ja eine ehrenamtliche Arbeit darstellen können, die aber auch so eine Art Multiplikatoreffekt haben. Ja, also wenn man jetzt eine Software hat,
die mit der Förderung aus öffentlichen Geldern geschaffen wird, die dann aber wieder kostenfrei auch genutzt werden kann von anderen Leuten im Ehrenamt, dann kann man, glaube ich, diesen Multiplikationseffekt, wo man das Geld, was investiert wird, quasi an viel mehr Leute ausschüttet, als eigentlich nur, oder das, was damit geschaffen werden kann, als das eigentlich halt eben nur an den einen Softwareentwickler oder das eine Projekt zu geben. Das fände ich persönlich ganz, ganz spannend, wenn man sich über diese Nachhaltigkeit auch Gedanken machen würde. Ja, das finde ich mir auch spannend. Und was ich total schön finde, ist jetzt auch im Zuge dieses ersten Förderprogramms haben wir mit den drei Ministerien, von denen wir ja getragen werden, auch darüber gesprochen, dass zukünftig, wenn wir solche Dinge fördern, dass wir eigentlich nur Open-Source-Projekte fördern, aber auch so quasi das Geld, was man ausgibt, eben auch in diesem Bereich ausgeben soll. Weil es sind Steuermittel, du hast es ganz genau gesagt, und es macht natürlich einen viel größeren Sinn und die Wirkung erhöht sich natürlich auch um ein Vielfaches, wenn Open-Source-Projekte gefördert werden, weil einfach viel mehr Leute davon profitieren und partizipieren können. Und was ich natürlich schön fände, wäre, wenn es da einfach auch viel mehr Beteiligung gäbe und sich Organisationen da auch irgendwie viel stärker involvieren würden. Also das ist vielleicht nichts, was wir im nächsten Jahr schaffen, aber so auf Langfristperspektive gesehen fände ich das total schön, weil die Leute vor Ort wissen ja, was sie brauchen. Und wenn man das dann eben mit einbringen kann in solche Entwicklungen, fände ich das großartig. Und habt ihr Pläne, wie ihr euch dieses Wissen quasi von der Basis oder wie man das nennen will, da wo das Ehrenamt und das Engagement passiert, wie solches Wissen um das, wie es läuft, was man braucht, wo eigentlich die Stellschrauben sind, die Unterstützung brauchen, wie sowas zu euch zurückfließt? Also seid ihr offen für diesen Dialog? Gibt es da irgendwelche Wege und Kommunikationsideen, die ihr habt? Ja, also das finde ich, sollte auch DNA der Stiftung sein. Wir sind dafür da, Engagement und Ehrenamt zu unterstützen. Und das werden wir nicht tun, indem wir uns in Neustrelitz einschließen und uns irgendwelche tollen Dinge ausdenken, die irgendwie so wirklich am Bedarf vorbeigehen. Nein, das ist etwas, was wir jetzt schon am Anfang getan haben, so im Aufbau. Wir haben das Gespräch gesucht. Natürlich kann man nicht mit 30 Millionen Engagierten direkt das Gespräch suchen. Dafür gilt es, gute Wege zu finden, wie diese Ideen, wie die Bedarfe zu uns kommen können. Und da bin ich auch total interessiert, was jetzt zum Beispiel hier für Ideen von den Menschen, die hier mit dabei sind, bestehen, um sowas wirklich gut auch aufzubauen. Weil es ist einfach divers, wenn wir uns Engagement anschauen. Das ist nicht nur Engagement im Sport, das ist quasi der größte Bereich, wo sich Menschen engagieren, oder irgendwie in Blaulichtorganisationen, das sind oder für Migrantinnen und Migranten. Das ist einfach so mega divers und viele dieser Gruppen sind ja nicht vereint, weil sie sich engagieren, sondern man ist vereint, weil man sich für eine Sache einsetzen möchte und die verbessern möchte. Und es gilt halt für diese unterschiedlichen Bereiche jetzt die passenden Kanäle aufzubauen und zu finden, wo dann eben die Bedarfe zu uns kommen, aber nicht nur Bedarfe, sondern wo man auch gemeinschaftlich was entwickeln kann. Was wir halt nicht machen wollen, ist jetzt wirklich so zentral, ich nehme immer so das Beispiel, eine Online-Akademie aufbauen, die jetzt alle Engagierten in Deutschland schulen soll. Das ist aus meiner Sicht keine gute Idee, denn es gibt schon richtig gute Angebote. Aber die sind vielleicht ein bisschen zu klein, zu unbekannt. Und vielleicht können wir da eben helfen, diese größer zu machen und sie zu verbinden mit anderen Angeboten, die dann aufeinander aufbauen. Sowas kann ich mir vorstellen. Und gerade so im Bereich innovative digitale Projekte kann ich mir das auch vorstellen. Da gibt's auch schon recht viel. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, das ist so in der eigenen Bubble und es gibt keine Verbindungen zum klassischen Ehrenamt. Und das fände ich spannend, wenn man das hinkriegen könnte. Ja, da auch das lässt sich digital sicherlich ganz gut abbilden, dass man einfach Kommunikationskanäle schafft, die auch skalieren für viele Leute, die Best Practices gut vermitteln können und so. Aber was ich interessant finde von dem, also das, was du gerade geschildert hast, das klingt ja auch nach Nachhaltigkeit, also auch nach Strukturförderung. Und in meiner Erfahrung die letzten Jahre, wir machen jetzt seit 10 Jahren hier etwa Bildungsarbeit, irgendwie alles ehrenamtlich. Meine Erfahrung ist, dass es sehr leicht ist oder relativ leicht ist, Projektförderungen zu finden, wenn man eine gute Idee hat, die irgendwie an den Start gebracht werden muss, die man umsetzen möchte. Aber es wird dann ganz schwierig in Deutschland, wenn man nach struktureller Förderung sucht, also um ein Projekt, was einmal angelaufen ist, was gut funktioniert, am Leben zu halten. Und ein bisschen, du sprachst ja gerade an, es gibt viele gute Projekte, die heute schon Probleme lösen, die aber vielleicht nicht bekannt genug sind. Und ein Teil des Problems ist sicherlich auch,
dass sie oft nicht weiter gefördert werden oder dass es schwierig ist, Gelder aufzutreiben, um so eine strukturelle Förderung mit dem Projekt damit aufrechtzuerhalten. Ist das auch Teil von dem, was ihr wollt? Also wollt ihr nur neue Ideen fördern oder wollt ihr auch helfen, das, was besteht und was gut ist, da zu halten? Ja, eine sehr schöne Frage. Das ist das sogenannte dicke Brett, das wir zu bohren haben, was aber auch wirklich, also da muss ich auch mal so an die Seite der Fördernden springen, was viele umtreibt. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass man immer wieder nur Neues fördern möchte. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht manche Förderpartner damit glänzen wollen, weil sie sagen, ah, wir haben jetzt hier was Neues gefördert. Ich komme aus einer vorherigen Organisation, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat, nämlich dass Projektitis eigentlich aufhören sollte. Häufig sind Organisationen unter solchem finanziellen Druck, dass sie permanent das, was sie eigentlich schon tun, mit neuen Projekten aufpimpen, um an Fördermittel zu kommen. Ja, das kenne ich. Genau, und das nennt man dann Projektitis. Ein gutes Beispiel ist, ich habe Projekt Sonnenschein und Projekt Sonnenschein wurde jetzt 3 Jahre gefördert, was super toll ist. Jetzt ist die Förderung aus, jetzt brauche ich neue Förderung, also entwickle ich jetzt Sonnenschein Plus. Das ist so der Klassiker eines Projektzykluses. Es macht aber gar keinen Sinn, permanent diese Projektruinen dann letztendlich aufzubauen, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir in eine Verstetigung kommen. Eine Organisation, nicht alle Organisationen, aber einige Organisationen brauchen Hauptamt, damit die Projekte funktionieren können. Wenn man viele Engagierte und Ehrenamtliche hat, Freiwillige, die müssen koordiniert werden, die müssen gut begleitet werden. Es braucht jemanden, der Ahnung hat von Fundraising. Es braucht jemanden, der Ahnung hat von Kommunikation. Also das ist ja wie so eine kleine Company, die man da aufbaut, ne? Und dafür braucht es einfach auch gute Leute. Und diese guten Leute müssen natürlich auch unterstützt werden finanziell. Manches geht nicht rein ehrenamtlich. Das Problem ist jetzt zum Beispiel bei Stiftungen wie bei uns, dass wir an das Haushaltsjahr gebunden sind. Ich und mein Kollege, wir würden am liebsten natürlich jetzt Förderprojekte aufsetzen, die über, sagen wir mal, 5 Jahre gehen oder eine längere Perspektive haben. Aber das geht aktuell bei uns noch gar nicht, weil wir da einfach an das Haushaltsjahr gebunden sind und da müssen dann Gespräche geführt werden. Oder was wir uns auch gut vorstellen können, ist mit privaten Stiftungen zu überlegen, wie wir mit der Möglichkeit zu fördern, Dinge auf die Schiene setzen können, unterstützen können und wie dann andere Förderpartner das dann quasi in eine nachhaltigere, langfristigere Perspektive bringen können. Ein zweiter Punkt, den ich aber auch noch erwähnen möchte, ist, es ist nicht damit getan, alle jetzt durchzufördern. Also ich habe es vorhin schon in meinem Impuls gesagt, die beantragten Fördermittel, die uns erreicht haben, haben unser Budget um das 10-fache überschritten. Also wir werden niemals so viel Geld haben, um es wirklich allen zur Verfügung zu stellen. Wir müssen auch kluge Modelle finden, wie man Ressourcen teilen kann. Also ich finde, der Open-Source-Gedanke ist so großartig, den muss man ganz stark in die Zivilgesellschaft bringen. Man muss gemeinsam überlegen, wie kann man also wir arbeiten ja daran, Gesellschaft zu verbessern und zu verändern. Wie kann man sich zusammenschließen und mit weniger Ressourcen mehr erreichen, weil die einfach knapp sind im Engagement? Das ist klar. Und da plädiere ich einfach auch für mehr Offenheit, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die Ähnliches tun und da eben die Kräfte zu bündeln. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, in der aktuellen Förderrunde war das Volumen, das angefragt wurde, wesentlich größer als das, was ihr vergeben konntet. Und euer Topf mit 23 Millionen war ja schon wirklich groß. Das zeigt ja zum einen erstmal, dass ihr eine absolute Daseinsberechtigung habt mit dieser Stiftung, dass der Bedarf dafür riesengroß ist. Und das wird hoffentlich jetzt mit diesem Beispiel in Zukunft keiner mehr in Frage stellen. Gleichzeitig heißt das auch, dass das ein riesiges Brett ist, was ihr bohren müsst in der Bewältigung dieser Aufgabe. Ja, da, also würde ich euch erstmal sehr viel Glück dabei wünschen. Gleichzeitig wäre ich mal ein bisschen neugierig, wenn ich fragen darf. Also wir haben ja selbst auch Mittel von euch bekommen. Dieses Studio, in dem ich mich hier gerade befinde, wurde mit eurer großartigen Hilfe kurzfristig in diesem Jahr noch aufgebaut. Aber ich weiß, dass andere Projekte hier in der Community, die sicherlich auch gerade zuhören, gefördert wurden. Generell gibt es so ein Best-of jetzt vielleicht einfach, um mal neugierig zu sein, irgendwas, was du besonders erwähnenswert fandest oder so. Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, wie bunt dieser Topf ist von Projekten, die da bei euch Mittel angefragt haben. Und eigentlich fände ich das auch ganz schön mal zu wissen. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Auf unserer Website haben wir ein paar Projekte porträtiert. Es ist so
divers. Also es gibt den Seniorenclub aus Würzburg, der quasi Seniorentrainer ausbildet, um anderen älteren Menschen den Zugang zum Netz zu ermöglichen, damit diese dann eben ihr Engagement besser ausführen können. Sowas ist so ein Klassiker. Wir haben ja nicht nur Digitalisierungsprojekte gefördert in diesem Jahr. Wir hatten 3 Schwerpunkte. Es war Nachwuchsförderung, Strukturstärkung in ländlichen Räumen und eben Digitalisierung und Innovation. Es gibt ein Projekt, was ich richtig cool finde, das wird in Bayern umgesetzt, der Kultainer nennt er sich. Das sind Chipscontainer, alte, die umgebaut werden, quasi zu Medienlaboren, und mit diesen Medienlaboren wird dann über das Land gefahren, um eben dort die Menschen zu erreichen, die jetzt nicht in einem urbanen Zentrum oder so wie bei euch an einem schönen Bahnhof da schnell Zugang zu haben. Das finde ich ein ganz spannendes Projekt. Aber auch aus dem Bereich Feuerwehren haben wir unglaublich viele Anträge erhalten, wo dann eben Drohnen und was weiß ich nicht für verrückte Sachen beantragt wurden, um die Einsätze sicherer zu gestalten und auch das Freiwilligenmanagement besser umzusetzen. Und dann gibt es auch so ganz klassische Projekte, was ich sehr spannend finde. Also ich war früher sehr viel im urbanen Raum unterwegs, was Engagement angeht. Aber so gerade aus ländlichen Räumen kommen echt tolle Sachen. Da spielt dann ganz häufig eine Immobilie eine Rolle, wo es dann auch darum geht, jetzt in der Corona-Pandemie quasi das Kulturangebot vor Ort, was total wichtig ist in solchen Räumen, wo es wenig Angebote gibt, aufrechtzuerhalten. Und da wurden häufig auch solche Studio-Ideen eingereicht oder auch Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, um sowas dann eben auch in den nächsten Jahren weiter zum Tragen zu bringen und da auch quasi jetzt die Chance genutzt wurde, da so einen kleinen Innovationssprung zu machen. Also ich finde es echt spannend. Wir haben auch viele, viele andere interessante Anfragen bekommen, die will ich jetzt gar nicht hier erwähnen, was da alles beantragt wurde, aber es ist wirklich so, bei 12.500 Anträgen eine schiere Masse, und fürs nächste Jahr haben wir uns natürlich auch vorgenommen, das jetzt mal genauer anzuschauen, zu evaluieren und zu untersuchen und daraus dann auch nochmal neue Unterstützungsformate zu entwickeln. Okay, und das heißt, die Anträge werden nochmal bearbeitet, oder ist das jetzt rein? Bearbeitet heißt in dem Sinne, wir gucken uns ganz genau an, was wurde da beantragt, wo ist da der rote Faden, wo kann man Cluster sehen, wo braucht es auch Unterstützung. Ich glaube auch nicht, dass es, dass wir damit schon vieles getan haben, indem wir jetzt beispielsweise Hardware oder Software finanziert haben, sondern jetzt geht es auch darum, wirklich, wenn wir über Digitalisierung nachdenken, da auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Das macht ja auch was mit der Organisation, und da möchten wir eben auch Qualifizierungsmaßnahmen, Train-the-Trainer-Geschichten anbieten oder auch Expertinnen und Experten in die Organisation schicken. Ich glaube, das ist auch eine ganz sinnvolle Sache. Und die Leute eben nochmal auf die nächste Stufe bringen. Das klingt alles echt gut, muss ich sagen. Also, und mit vielen Sachen sprichst du mir hier voll aus dem Herzen. Ich glaube, das sehen andere, die hier zuhören, ähnlich. Bevor wir jetzt in die Q&A-Session gehen und alle ihre eigenen Fragen loswerden können und du wahrscheinlich überrannt wirst von Leuten mit guten Ideen, was würdest du dir denn wünschen fürs nächste Jahr? Also was die Perspektive der Stiftung angeht, eure Arbeit, wo braucht ihr Unterstützung, die vielleicht auch aus dieser Community hier kommen kann? Gibt's technische Aufgaben, die gelöst werden müssen, die euch richtig hart unter den Nägeln brennen? So, wenn du dir so wünschst, dir was hättest, ja, wie sähe das aus? Ja, total viele Wünsche. Vielen Dank, dass ich auch mal gefragt werde, welche Wünsche wir haben. Wir sind ja noch. Ihr habt unsere Wünsche ja schon erfüllt. Also das muss auch mal andersrum gehen. Das freut mich. Ja, also was uns natürlich umtreibt, ist, unsere Organisation soll ja bis zu 75 Mitarbeitende haben. Wir sitzen in Neustrelitz. Wir werden demnächst auch wieder Stellenausschreibungen veröffentlichen. Da würde ich mich total freuen, wenn auch aus dieser Community Leute da mal draufschauen und gucken, ob da was für den einen oder die andere dabei ist. Und zum anderen sind wir dadurch, dass wir in diesem Jahr wirklich, ich sage immer so, Schritt 10 vor Schritt 1 bis 9 gegangen sind und dieses Monster-Förderprogramm aufgesetzt haben, sind wir natürlich mit unserer Infrastruktur noch gar nicht so gewachsen. Und wenn wir darüber sprechen, Digitalisierung und Zivilgesellschaft zu fördern, dann müssen wir, finde ich, als Organisation da auch beispielhaft vorangehen. Und da haben wir definitiv noch Unterstützungsbedarf. Und da würde ich mich total freuen, wenn auch aus diesem Kreise hier, keine Ahnung, wenn man irgendwie so eine kleine Taskforce bilden würde, um zu überlegen, wie kann die Stiftung aufgebaut sein, intern in ihren Prozessen, also gerade so, was Software angeht und Automatisierung und so weiter,
um da auch als Vorbild wirken zu können. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir so kleine Prototypengeschichten machen. Also da seid ihr auch herzlich eingeladen, eure Ideen mit einzubringen. Ja, voll gut. Ich hoffe, das nehmen alle ordentlich mit. An der Stelle sei auch nochmal bemerkt, Neustrelitz klingt jetzt weit weg, ist aber direkt um die Ecke von Fürstenberg und das ist der digital interessanteste Ort in ganz Deutschland. Aktuell nicht weit von Berlin, also auch der Standort ist gar nicht nachteilig, sondern eigentlich seid ihr genau da, wo ihr hin müsst. Und das sollte es hoffentlich auch einfach machen, hier ein paar gute Leute zu finden, die vielleicht Lust haben, das gemeinsam mit euch aufzubauen. Ja, und da sind wir wieder bei diesem Weichenstellthema, wenn am Anfang alles richtig gemacht wird und man in eine gute Richtung läuft, dann kann das vielleicht ein Weg sein, der richtig weit führt und der vieles auch für uns hier in der Community verändert. Also erstmal danke für, würde ich sagen, für dieses echt gute Gespräch und viele interessante Inhalte und Gedanken von dir zu diesem Thema. Jetzt sind die anderen dran, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir leiten dann mal über in diese Q&A-Session und sehen uns da dann alle gleich. Herzlichen Dank, Katharina. Lass es dir gut gehen, komm gut ins neue Jahr und bis gleich in live. Tschüss. Ciao. Danke, das war die Aufzeichnung. Jetzt sind wir live mit dem Q&A. Daniel und Katharina sind hier bei uns. Wir haben extrem viele Fragen bekommen. Das hätte ich tatsächlich für so einen frühen Talk in Kongresszeiten nicht erwartet, aber ich gebe das gleich einfach mal an euch weiter. Wir fangen mit etwas Einfachem an. JWR fragt, ich habe von der Existenz dieses Programms jetzt erst hier erfahren, wo steht das eigentlich überall plakatiert sozusagen und wie geht es eigentlich nächstes Jahr denn weiter damit? Ja, plakatiert. Katharina? Ja, gerne. Plakatiert haben wir gar nicht. Wir haben das Programm auf unserer Website veröffentlicht und in ganz, ganz vielen Newslettern aus der klassischen Zivilgesellschaft und haben ganz viel über soziale Medien darüber kommuniziert. Und was wir gemacht haben, wir sind ja viel rumgereist und haben mit vielen Organisationen und Netzwerken gesprochen und das hat sich dann relativ gut verbreitet und wir mussten gar nicht so viel machen, denn auch gerade von Seiten der Politik wurde, also vom Bundestagsabgeordneten, wurde ganz schön viel Pressearbeit vor Ort gemacht. Das fanden wir auch ganz spannend zu sehen, wie letztendlich so dieses Programm wohl Nerv getroffen hat und die Verbreitung dann fast wie von alleine ging. So kam es in die Fläche. Ich würde noch mal was Konkretes fragen. Max hat gefragt, dass du gesagt hast, Organisationen hätten Probleme, eine Struktur aufzubauen. Und was sind deine Ideen, wie digitale Angebote helfen können, diese Strukturen aufzubauen? Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was uns umtreibt, wo wir natürlich auch noch in Gesprächen mit vielen, vielen Organisationen und Strukturen, die schon funktionieren, auch Rezepte identifizieren wollen, die man dann übertragen kann. Was wir aber sehen, ist funktionierende Strukturen und vor allem digitales und funktionierende Strukturen gehen nur, wenn die Menschen auch bereit sind, diese zu nutzen. Also ein Auftrag der Stiftung ist ja auch gerade in ländlichen Räumen zu unterstützen. Und was ist das Problem in ländlichen Räumen? Häufig einfach die Überwindung von Distanz. Und da sehen wir einfach, dass digitale Tools da sehr, sehr gut helfen können. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass Strukturen nur funktionieren können, wenn sie divers sind. Also auch von der Altersstruktur beispielsweise. Und da gab es jetzt einen Engagementbericht der Bundesregierung und der hat sich vorgenommen zu schauen, was macht eigentlich junges digitales Engagement aus? Und hier hat man gesehen, es gibt eine riesengroße Bereitschaft von jungen Menschen, sich zu engagieren. Sie machen das auch, aber sie bleiben häufig nicht ganz so lange mit dabei. Und vor allem sind sie ein bisschen frustriert, wenn sie keine digitalen Tools nutzen können, so wie sie das einfach gewohnt sind, um ihr Engagement auszuleben. Also ich glaube, da kann das auch helfen. Und ansonsten bin ich einfach auch gespannt, was für Ideen es vielleicht auch aus den Fragen heraus gibt. Vielleicht könnt ihr da auch noch ein bisschen was schreiben. Ich sehe jetzt irgendwie keine Fragen oder so. Aber ja, das fände ich auch spannend, was ihr darüber denkt, was helfen könnte. Daniel, da wurde noch eine Frage angeschlossen. Welche strukturellen Probleme, vielleicht ist das ein bisschen zu viel gesagt, seht ihr bei euch im Havelab? Oder wie funktioniert das bei euch mit diesem digitalen Ehrenamt? Also bei uns funktioniert das bisher gut, aber wir sind auch, also dadurch, dass der Verein ja erst seit 2017 existiert, jetzt nicht beliebt. Und wir halten das auch sehr bewusst eigentlich sehr klein. Also der Verein hat irgendwie 9 Mitglieder und wir sehen das gar nicht, was man nutzen kann, um Projekte innerhalb des Rahmens dieses Vereins abzubilden. Also wir versuchen eigentlich sehr bewusst, diese ganze formale und strukturelle Seite
halten mit so wenig Overhead wie nötig, während wir gleichzeitig eben so eine offene Plattform hier sind, auf der Leute, die in Räumlichkeiten oder hier in der Stadt, in der Region Dinge machen können. Und so ähnlich ist das ja mit diesem Studio, das wir jetzt gerade aufgebaut haben, auch gedacht. Also wir denken sehr genau darüber nach, wie wir quasi jetzt so eine Art schlüsselfertiges Studio und dieses Video-Setup, das wir aufgebaut haben, wie wir das bereitstellen können für ganz andere Engagementstrukturen hier in der Stadt, also auch für den Fußballverein zum Beispiel oder die Motocross-Strecke oder wie im nächsten Jahr vielleicht das Weihnachtskonzert aufgenommen und gestreamt werden kann. Und ich glaube, wenn man sich dann vernetzt mit Engagementstrukturen und wir ein bisschen die Rolle haben, dass wir quasi die technologische Komplexität abfangen können, um darüber anderen Leuten Zugang zu digitalen Werkzeugen zu geben, dann ist das eine ganz gute Symbiose mit anderen. Ja. Es gibt extrem viele Fragen dazu, wie man das digitalisieren kann. So, ich muss mal hier ein Echo aus dem Ohr nehmen. Eine ganz konkrete Frage noch. Gibt es allgemeine Tipps, wie man diese Vereinsbindung in kleinen Vereinen digital erhalten kann? Da gibt es die Erfahrung, dass digitale Schritte sehr schleppend angenommen werden, weil die meisten Mitglieder einfach offline sind. Katharina. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Projekte, die sich genau der Thematik annehmen. Wir haben gerade eins porträtiert auf unserer Webseite. Das ist ein Online-Senioren-Club aus Würzburg. Die bieten einmal die Woche für Vereinsmitglieder so die ersten Schritte in der Nutzung, es hört sich echt krass an, aber in der Nutzung digitaler Tools an. Da wird eine E-Mail-Adresse eingerichtet, da wird gezeigt, wie man Videokonferenzen nutzen kann. Und diese Schulungen, die werden nicht von irgendwelchen Hipstern angeboten, sondern die werden von den älteren Vereinshipstern angeboten, die da eben ganz firm sind. Also wichtig ist, glaube ich, dass man da Vertrauen schafft, dass die Menschen, die schulen und qualifizieren, quasi so aus der gleichen Ecke kommen, dass dieses Vertrauen eben herrscht, dass man Ängste einfach auch ernst nimmt und dass man einfach auch Raum zum Experimentieren und Ausprobieren bietet. Also im Prinzip so, Daniel, wie du es auch beschrieben hast, ihr seid quasi in eurer Engagementlandschaft dort vor Ort diejenigen, die sowas anbieten können. Ihr genießt da Vertrauen und ihr bietet einen Raum zum Ausprobieren. Und das finde ich fantastisch. Und so kann es, glaube ich, ganz gut funktionieren. Also vielleicht von mir noch, was ich glaube, was also zum einen ist dieses Schlüsselfertige ist total wichtig. Wenn man Leute digitale Tools zu nutzen, dann ist sehr wichtig, dass das einfach von vornherein funktioniert und man dann nicht diesen Schritt wagt und dann klemmt was und dann müssen drei Leute dran rumdoktoren und eine halbe Stunde später oder so funktioniert das, sondern dass man diese erste positive Erfahrung hat mit, das war ja gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. Und dafür muss das gut vorbereitet sein. Und der zweite Punkt ist, was man auch machen kann, das haben wir schon gemacht, ist, dass man so Tandem-Projekte macht, also junge Leute, gerade Jugendliche oder auch Kinder, gemeinsam mit Großeltern oder mit Senioren. Und wir hatten im letzten Jahr das geplant, das hat wegen Corona jetzt hier nicht funktioniert, dass wir auch hier mit Alter aktiv nennen die sich, das ist hier so unsere Seniorengruppe in der Stadt, dass wir gemeinsam mit denen und dem Jugendclub so ein Medienprojekt machen zu Smartphone-Nutzung, Tablet, gehe ich so ein bisschen im Internet. Und wir sind ein bisschen die Vermittler zwischen diesem Jugendclub, den es hier auch gibt. Das sind junge Leute. Dann bringen wir die zusammen mit alten Leuten. Und wir sind im Endeffekt so ein bisschen die Technikexperten, die dann auch nochmal eine ganz andere Sicht auf Fragen wie Datenschutz haben oder wie man sich im Internet bewegt und sowas. Und dann ist das eine ganz gute Konstellation. Und solche Tandems funktionieren eigentlich immer gut, weil gerade ältere Menschen sehr komplementäre Kompetenzen mit einbringen. So, die einen haben diese intuitive Technikverständnis und die anderen haben so ein bisschen Lebenserfahrung. Und wenn man das zusammenschmeißt, kommen eigentlich immer gute Sachen raus. Ich würde noch mal zu einer, sozusagen davon abgehoben, zu einer Frage kommen von Joel, die ich einfach mal in ihrer Gänze vorlese. Nach langen Jahren sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für Freifunk als gemeinnütziges Engagement geschaffen worden. Die meisten Formen von digitalem Ehrenamt, von Open Source bis Eintragen in die OpenStreetMap oder Wikipedia, kommen rechtlich als Ehrenamt noch gar nicht vor. Wie kann die Stiftung etwas fördern, von dem die Politik noch nicht mal zur Kenntnis nimmt, dass es das gibt?
Ja, die Stiftung möchte natürlich zu all diesen unterschiedlichen Engagementformen Kontakte und Kanäle aufbauen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das Schöne ist eigentlich in unserem Errichtungsgesetz, um mal wieder dieses Gesetz zu zitieren, dort wird von Engagement und Ehrenamt gesprochen. Und Engagement bedeutet unentgeltliches, gemeinwohlorientiertes Engagement. Da steht nichts von Organisation, und Ehrenamt wird im Gesetz definiert für eine Organisation. Also für mich bedeutet das, dass dieses Engagement da auch mit darunter fällt. Und häufig ist es ja so, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel so an Engagement, wie beispielsweise Orte, barrierefreie Orte auf Karten einzutragen, denke, diese werden häufig von Vereinen getragen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man so ein Engagement unterstützen kann, über die Rechtsform eines Vereins, der Träger, die Trägerin ist einer solchen Aktivität. Uns ist aber auch bewusst, dass es häufig Engagement gibt, das gar keine Rechtsform hat. Und hier gilt es dann natürlich auch in Zukunft, gute Modelle zu entwickeln, wie Unterstützung dort ankommen kann, wo sie dann auch gebraucht wird. Daniel, wolltest du noch was hinzufügen? Naja, ich glaube, also wie Katharina sagte, es ist wichtig, dass man vielleicht sich einfach an so ein Vehikel dran dockt. Also wir hatten das im Rahmen der Corona, des Beginns dieser Corona-Krise Anfang des Jahres. Es gab ganz viele so Nachbarschaftshilfe-Aktivitäten, alle möglichen Gruppen, die Online-Plattformen aufgebaut haben, Telefonkonferenz- und Videokonferenzsysteme und solche Sachen. Und ein paar von denen waren auf der Suche nach einem rechtlichen Rahmen, damit das Ganze irgendwie quasi auch gemeinsam ist. Und dann haben wir uns einfach mit denen zusammengetan. Und im Endeffekt ist das, glaube ich, auch ein Weg, den man beschreiten kann, dass man sich irgendwo mit dranhängt. Und ansonsten, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir überhaupt nicht, also es gibt ja nirgends was Ehrenamt genau ist oder was jetzt genau gemeinnützig ist oder nicht. Also da gibt es eine grobe Vorstellung von, aber der Rest ist eine Frage, wie wir als Gesellschaft das definieren, was der Konsens ist, auf den wir uns verständigen. Und der hat sich in dem Moment, wo genug von uns die Ausdauer haben, das durchzusetzen. Und so ähnlich ist das ja beim Freifunkprojekt. Das hat viele Jahre gedauert und ist jetzt ein Meilenstein mit dieser Entscheidung, der für andere auch den Weg bereitet. Und da dürfen wir einfach nicht aufgeben, sondern müssen hart genug am Ball bleiben, bis das alles so anerkannt wird in der Gesellschaft, wie wir uns das vorstellen. Und vielleicht da auch noch ergänzend, so, also wir werden schon ganz genau schauen, welches Engagement gibt es, was ist jetzt irgendwie rechtlich noch nicht abgedeckt. Und wir sehen uns auch als Scharnier zwischen Zivilgesellschaft und Politik, weil wir als Bundesstiftung da natürlich auch nochmal ganz andere Kanäle Richtung Politik haben. Wir wollen auch vor allem Bundestagsabgeordnete informieren, was vor Ort los ist, die das vielleicht häufig gar nicht so wissen und nicht diese Kenntnis haben, was passiert da eigentlich im Engagement und im Ehrenamt vor Ort, was man vielleicht nicht so kennt wie das klassische Ehrenamt. Und da sehen wir tatsächlich auch eine starke Rolle für die Stiftung, und das möchten wir ausbauen in der Zukunft. Und da freuen wir uns natürlich, ins Gespräch zu kommen und von euch viel zu hören, was da noch alles los ist. Genau, das wäre jetzt noch meine Frage. Wie kommt man ins Gespräch? Wie geht's weiter, wenn jetzt, ich glaube, jedenfalls mein subjektiver Eindruck hier aus unserem Chat ist, dass sehr viel Interesse da ist, sehr viel Fragen im Kleinen wie im Großen und natürlich auch ein bisschen Interesse an Förderung. Du kannst jetzt vielleicht nochmal pitchen, wie man zu euch findet. Genau, wie man zunächst mal mit dem Zug über Fürstenberg nach Neustrelitz. Das wäre der ganz, ganz klassische Weg, wenn ihr mal wirklich vor Ort sein könnt und die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind. Da würden wir uns sehr freuen. Ansonsten, wir sind auf sozialen Medien unterwegs. Ihr könnt uns noch nicht wirklich gut per Telefon und so erreichen. Also ich hatte es vorhin schon gesagt, wir sind noch im Aufbau. Ihr erreicht uns ganz klassisch per E-Mail und so weiter. Wir werden aber jetzt auch in den nächsten Monaten da neue Kanäle aufbauen, um mit euch in Kontakt zu kommen. Wir wollen natürlich auch Veranstaltungen durchführen und Events und was weiß ich nicht alles. Da wird es auf jeden Fall Möglichkeiten geben. Schreibt uns einfach erstmal. Genau, Digitale Stiftung für Ehrenamt und Engagement, ne? Digitale Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Das ist, ich krieg's, ja, und, egal, und, ihr findet das. Also ich finde Digitale Stiftung für Engagement und Ehrenamt sehr schön, aber wir heißen Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Ja, ja, ja.
Egal, mit diesen Worten werdet ihr es im Internet finden. Ich habe es eben schon im Chat geschrieben. Ich habe es auch auf Twitter eben auf Wikipacker verteilt, wenn ihr jetzt nur den Stream seht und noch weiter Fragen habt. Ein bisschen Zeit haben die beiden jetzt noch, weil wir das nicht schaffen, im Stream weiterzumachen, weil wir hier in 5 Minuten in den nächsten Talk gehen. Den Link, den ich eben gepostet habe überall, es ist ein Big Blue Button Link. Dort geht das Q&A sozusagen etwas intimer weiter mit den beiden, sozusagen nicht live. Das heißt, alle deren Fragen ich jetzt sozusagen nicht stellen konnte, leider auf Zeit, wendet euch bitte dahin. Ich weiß nicht, ob das bringt, wenn ich den Link vorlese. Ich glaube, das bringt nichts. Ne? Naja, ich sag mal kurz, bbb.ulm.dev, das ist einfach, das sind jeweils 3 Buchstaben, /b/Q&A, also Q-A-N-D-A. Dort sind die beiden jetzt noch ein bisschen für euch da, so wie sie Zeit haben. Und ich danke euch beiden für den Talk und für das Q&A. Sag noch kurz an, in 5 Minuten geht's hier schon weiter im Kanal. Simon Jockers mit dem Talk Datenguide, Statistiken für alle. Das wird auch ein Burner. Also bleibt bitte dran. Bis nachher. Bis dann. Tschüss.